Hallo Leute, ja, wir sind hier in Friedrichsdorf bei Simotrans und wir haben hier zuletzt aufgehört. Ich habe aber in der Zwischenzeit so ungefähr 3 Monate weiterlaufen lassen. Ich glaube nicht ganz, aber die Zahlen sind eigentlich ganz nett. Wir können ja mal gerade gucken hier in die Liste. Da seht ihr die Einwohnerzahl, ne, die Namen. Hier sind die Einwohnerzahl. Wir sortieren mal von groß nach klein. Lüneburg ist derzeit am stärksten gewachsen. Hier ist aber leider nichts los. Und dann gehen wir nach Zweibrücken. Und in Zweibrücken ist auch nichts los. Dann gehen wir nach Bad Mergentheim. Oh, hier ist ein neues Häuschen. Das heißt, wir haben nach dem Logo dann die nächste Bushaltestelle hier zu bauen. Ich würde sagen, bis gleich nach dem Logo. So, dann schauen wir mal, dass wir eine Haltestelle hinkriegen. Dann müssen wir eine Straße bauen. Das ist ja zum Glück passend hier. Da können wir jetzt die Haltestelle hier hinsetzen. Sehr gut. Ist dann ideal abgedeckt noch und wir brauchen nicht vom See was zuschütten. Das heißt, da sind wir soweit gut. Da ist die Kutsche. Dann hier der Fahrplan. Wir gehen da rein und das Rathaus angeklickt und dann die neue Haltestelle. Dann haben wir das schon erledigt. Das kann hier zu. Die fahren dann da auch hin. Gibt es schon Einsatzkräfte? Nein, Fahrgäste. So, das war jetzt hier Bad Mergentheim. Wo ist das? Nee, doch, Bad Mergentheim. Sind wir nicht so losgegangen? Hier zwei Brücken. Ach, der hat die Liste neu sortiert eben, kann das sein? Ja, das könnte natürlich sein, ne? Aber nee, kann es auch wiederum nicht sein, ne? Aber wir sind hier auf Namen und ich habe Einwohner gehabt. So, jetzt passt's wieder. Warum der den verschoben hat, weiß ich nicht. So, nochmal, Lüneburg ist nichts passiert. Zwei Brücken ist auch nichts passiert. Bad Mergentheim sind wir hier, hat man das gebaut. Dann gehen wir nach Köln. Köln hat hier, glaube ich, eine Straße hochgebaut. Sonst aber nichts. Jena, oh, Jena hat hier ein Haus. Da müssen wir was bauen. Da. Ja, das ist wieder so ein Ding hier, siehst du. Das heißt, wir müssen die Bushaltestelle hinter das Haus machen, wahrscheinlich. Da müssen wir aber aufschütten. Das da. Machen wir mal so. Dann kann das zu. Und dann müssen wir hier die Straße hinterher bauen halt. Die Straße passt halt nicht oder die Bushaltestelle passt halt nicht. Ist halt so, ne? Müssen wir aufpassen. Aber geht hier wegen der Dingens hier, glaube. Können wir mit leben, oder? Rein theoretisch müssten wir jetzt hier. Ja. Das ist nicht abgedeckt, ne? Egal, passt halt so gerade nur. Dann können wir das erstmal zumachen. Das können wir sowieso zumachen. Wir sind jetzt hier in Jena. Gehen dann nach Ettlingen. Hier ist nichts passiert. Billig. Hier sieht's auch gut aus. Königsbrunn. Ist auch nichts passiert. Neubrandenburg hat hier ein neues Häuschen, das heißt, wir müssen eine neue Bushaltestelle setzen. Die passt hier, ja. Und die Straße muss, die Haltestelle muss dahin. Erdarbeiten sind wieder gefragt. Also 1, 2, 3, ne? Passt. Und die Straße kommt dann von hier hoch, ne? So passt es. Haltestelle hin und alles ist gut. Okay, dann die Linie anpassen. Wo ist die Kutsche? Hier. Brandenburg. Dahin. Und dann dahin. Sehr schön. Haben wir das auch. So, das war Neubrandenburg. Wächst und gedeiht. Schade, dass hier keine Häuser hinkommen. Bin gespannt, wann da das erste steht, weil ja diese Linie dazwischen ist, ob das das Problem ist. Bad Zwischenahn, da sieht es noch ganz normal aus. Bayreuth,
Könnte sein, dass dieses Haus dahinter neu gekommen ist. Gütersloh. Okay, hier oben ist eins dazugekommen. Das heißt, wir müssen hier an der Straße. Ah, na super, da müsste die Bushaltestelle hin. Machen wir auch. Und dieses kommt dann da weg. Und wir setzen dann die Bushaltestelle doch dahin. So, dann Stadtbus. Da fährt die Kutsche. Noch nicht ausgewählt. Jetzt aber. Fahrplan. Rathaus nach Weinberg. Okay. Ist nur weit und breit kein Weinberg zu sehen, ne? Gut, Gütersloh haben wir dann auch erneuert. Sehr schön, dass es hier auch wächst. Achim. Ja, ich glaube, das sieht immer noch gleich aus, aber vielleicht ist hier oben ein Häuschen mehr gekommen. Bünde. Ist alles abgedeckt, ja. Hier unten müsste ein Haus hin, über die Gleise. Binnenden. Ist nix, obwohl dieser Haken vielleicht mehr ist. Schwandorf. Da ist was Neues. Ja, das passt schon mal. Das heißt, Straße verlängern hier. Oh, jetzt haben wir einen Bahndamm gebaut. Naja, ist egal. Eine Bahnschranke. Ne, die muss da weg. Ne, den Zusatz würde ich gerne nur verlieren. Warte mal, das war glaube ich hier mit, ne? Hat nicht geklappt. Na, dann können wir auch die Straße nochmal wegmachen. Aber das Gleis machen wir da wieder hin. Vielleicht sollten wir den Bahndamm auch größer machen, weil die bauen uns da nachher eine Straße rüber, ne? Auf der anderen Seite ist egal, die können wir hier rüber anbinden dann. Das wird schon werden. So, ach so, wir müssen noch die Bushaltestelle dahin haben, ne? Das passt. Und hier unten die Kutschen. Stadtbus Schwandorf. Fahrplan. Rathaus nach Hainburger Weg. Okay, passt. Das war Schwandorf. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende der Liste. Okay, hier oben ist, glaube ich, einer von den beiden mehr gekommen. Keine Ahnung welcher. Ist aber alles noch abgedeckt. Dann haben wir Willensdorf mit einer negativen Stadtentwicklung. Das ist nicht gut. Passt aber erstmal. Liegt vielleicht daran, dass der Zug nicht fährt, ne? Haben wir hier Erlangen, da tut sich nichts. Und dann haben wir noch Friedrichsdorf, wo wir herkommen am Anfang. Da ist auch nichts. Kann man hier auch Dinge ins Wachstum einzeigen? Ja, kann man. Wo 7,7 zu minus 1,4. Willensdorf wächst nicht. Und Bad Mergentheim wächst. Ist noch nichts mehr. Lüneburg wächst auch. Ja, könnte sein, dass dieses Haus hier neu ist, oder? Jena hatten wir. Gütersloh hatten wir. Also Gütersloh ist definitiv eine Stadt, die auf beiden Seiten der Gleise wächst, ne? Das ist schon mal schön. Problem ist, dass die hier natürlich die sag schon Bahnsteige da drin hast dann, ne? Zwei Brücken ist abgedeckt. Da oben das Häuschen, ist das neu? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Wir gehen noch einmal die Runde, weil ja, die sind vielleicht alle gerade am Wachsen, die Städte. Das hatten wir schon hier gemacht, die Bushaltestelle für das Haus. Hier ist es leider so, dass nur diese Seite gebaut wird von der Stadt. Friedrichsdorf ist nix. Ettlingen ist nix. Achim, da kommt bestimmt als nächstes jetzt irgendwo ein Haus hier hin. Hier ist nix in Köln. Willich ist auch nix. Willich ist auch schon relativ gut abgedeckt mit den Bushaltestellen. Sind schon 5 Stück da, ne? Bayreuth, das ist so ein kleines Örtchen da. Ja, dieses Häuschen da.
Noch nicht mal eine Straße, ne? Das ist auch nicht neu. Stopp, da hat sich was geändert gerade, oder? Dieses Häuschen ist gerade anders geworden. Ein Industriegebäude. Wahrscheinlich 1-1 vorher, jetzt 2-1, ne? Noch mehr Leute. Sehr gut. Ja, das ist... Ich hätte jetzt gedacht, wir nennen das das kleinste Dörfchen. Ist es das? Nee. Friedrichsdorf ist tatsächlich kleiner. Binnenenden hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, das ist auch nicht groß, ne? Okay, haben wir aber erstmal. Dann würde ich nochmal kurz in die Bushaltestellen schauen. Schauen, ob wir da irgendwo was noch machen müssen. Nicht Wachstum, sondern wartend und dann aufsteigend. In Neubrandenburg stehen 120.000 Passagiere. 120.000 wäre cool. 120 Passagiere. Etwas mehr Zug kommt und fährt wieder. Wie viel hat denn der? Ist der voll? 3 Passagiere nur. Warum sind denn hier so viele? Nach Lüneburg. 51 nach Lüneburg. Ist hier irgendwo ein Stau? Warum fährt hier keiner runter? Wo sind die alle? Hier müssen wir umsteigen. Die sind jetzt alle gerade nach rechts unterwegs, nach Köln oder was? Okay, die sind sich gerade begegnet, die zwei, und da ist auch noch einer unterwegs, okay. Hier sind 77 Passagiere warten, okay. 61 von... Ach, intern sogar. Was passiert hier denn? Hier sind ja viel zu wenig Kutschen unterwegs dann. Torgaustraße? Wo ist denn die Haltestelle? Das da ist sie. Okay. Das bedeutet, hier muss man schnell eine Kutsche hin, ne? Und wo kommt denn hier die Kutsche? Hier vom Berg, ne? LKW, Doppelgespann, Busse, die größere Kutsche und Stadtbus Köln ist das. Und kopieren und starten, ne? Weil ich glaube, da können wir zwei ruhig drauf machen, wenn da so viele sind. Mindestens zwei. Das ist natürlich der Hammer, dass da jetzt so viele Leute dahin wollen. Wir stehen denn hier auch schon 27. Kriegst du gar nicht alle abgefrühstückt mit den drei Kutschen, oder? Wo sind denn jetzt die intern? Köln-Torgau. Da sind jetzt nur noch zwei. War das eben ein Anzeigefehler? Das war eben ein Anzeigefehler, kann das sein? Ja. Ah, so war's. Ihr seht das im Video nochmal, ne? Waren da so viele oder waren da nicht so viele? Oder vertue ich mich? Habe ich jetzt gerade gepennt? Kann auch sein. Nicht schlimm, lasse fahren, das wird schon passend sein. So, was macht ein so Geld? 2,4 Millionen, wir haben den 20. September, okay. Achso, wir waren noch bei der Liste, ne? Lass uns die nochmal aufmachen. Warten passt schon. Wilnsdorf. Warten jetzt 122 Passagiere. Die wollen alle mit dem Schiff weg, ne? Hier, 16 Leute drin. Wilnsdorf war eine einsame Insel, ne? Ja. Aber 29 wollen zur Burg. Aber 49 zum Rathaus. Hier passt wieder was mit dem Zug nicht, ne? Aber jetzt fährt er. Mit 26 Leuten drin. Da sind dann 8. Lassen wir gerade schneller laufen. Da sind die 8. Wir bestehen hier zum Bahnhof, zum Hafen. Das ist langer Teich. Ne, Wald ist es. Was, zum Wald will keiner hin? Wilnsdorf Wald will keiner hin. Langer Teich ist hier. Wacholderweg ist da. Zwei Stück nur nach außen. Okay. Halt war doof. Das heißt, der Zug hat jetzt
Fünfe drin. Okay. Aber hier sind ja jetzt einige angekommen, die muss er jetzt mitnehmen, ne? Wenzdorf-Wald ist das hier, ja. Burg und Rathaus, okay. Die kriegt er nicht alle auf einmal mit, oder? Doch, da waren jetzt mehr. 80. Trotzdem nicht. Zwei bleiben stehen. Hier unten ist noch einer nach Wacholder und so. Und da, ja, bleiben mehr wie einer stehen. 7, 14. Der Rest geht woanders hin. Okay, lass mal weiterfahren. Und weißt du, was wir machen? Wir gehen nochmal in diese Linie rein, wenn wir sie. Hier oben ist sie ja. In die Linie rein. Fahrplan. Und der hat hier eine Wartezeit. Aber die ist mir zu lang. Das heißt, wir machen noch eine Abfahrt mehr. Dann könnte das passen, oder? Der ist nämlich voll. Zur Burg warten dann noch 26 Leute. Wie lange ist denn das? Boah, wenn ich voll vorspule, dauert das schon so lange. Da steigen auch noch welche zu. 32. Ja. Gehen wir nochmal in den Fahrplan. Immer mal 10 Fahrten im Monat. Das ist jeder dritte Tag. Das können wir erstmal zumachen und ach, läuft wieder nicht, ne? So, wie viel hat er jetzt drinne? 31 von der Burg gebracht. Okay, nicht verkehrt. Hat jetzt 46 zum Hafen. Wie viel kommt vom Hafen zurück? 20 nur. Okay, dann ist es jetzt vielleicht einigermaßen passend. Drei Tage müssen wir jetzt abwarten. 18. Vorhin waren es irgendwie 32 und mehr, die da gefahren sind. Jetzt sind es 20. Jetzt fährt er wieder. Okay, lass uns noch einmal gerade angucken, wie viel er von der Burg mitbringt. Oh, 54. Jetzt hat er 60 dann. Am Hafen hat er keine gekriegt. Hier sind jetzt nur drei. Ah, schwierig, ne? Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.